Feuer und Flamme ist drin, kommt. Für die Leute, die es noch nicht kennen, das ist unsere, eine unserer neuen Lieblingsserien, die wir uns zusammen reingegönnt haben, Alter. So, wir haben aber schon die eine Folge haben wir reingegönnt. Für die Leute, die es verpasst haben, guckt auf dem Team Palunken-Channel. Was haben wir hier? So, wir wollen mal auch Krampfanfall auf Parkplatz. Muss ich sagen, ist für mich jetzt nicht unbedingt so feuerrelevant. Aber brennender PKW mit Gasantrieb, das braucht Deutschland. Feuerwehr-Gelsenkirchen-Notruf. Ja, ich hab hier auf der Fischerstraße mein Auto ist am Abflammen. Irgendwas mit der Sicherung. wait, what? Was ist denn Abflammen? Oder hat er Abflammen gesagt? Haben Sie Kabelbrand am Fahrzeug? Ja, Kabelbrand, aber das geht schnell. Schickt ihm da jetzt mal Hilfe raus, die Kollegen kommen da hin, ne? Ja, schnell. Ja, schnell. Feuerwehr-Gelsenkirchen-Notruf. Ja, schon, gerade hat der Kollege angerufen, ja. Der Wagen, der brennt jetzt unheimlich sehr viel. Der Wagen brennt jetzt unheimlich sehr viel. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, wie viel ist denn 25 mal 12? Ja, 84 und sehr viel. Die Kollegen sind da unterwegs, sie sind gleich da, ne? HLF 20-2 von Gelsenkirchen kommen. Ein erneuter Anruf, jetzt wird der PKW brennt, zur Information. Der Anrufer teilte mir mit, das Fahrzeug hat noch eine Gasanlage. Das ja, klingt eigentlich nach einer absichtlichen Explosion. Dass es sich bei diesem Fahrzeug um ein Fahrzeug mit einem Gastank handelte, das sensibilisiert natürlich einen noch um einiges mehr, weil man dann auch ein bisschen anders und ein bisschen vorsichtiger da an die ganze Sache rangehen muss. War da in den Gegenverkehr. OHLF 20-2 von Florian Gelsenkirchen kommen. Hört. Ja, zu eurer Info. Bis jetzt 9 Anrufe, Auto brennt in voller Ausdehnung. Ja, verstanden. Dann können wir das ja nicht übersehen. Ich denke nicht. Selbst die Leitstelle Essen hat schon angerufen. Das ist einfach eine geile Antwort. Ja, das Ding brennt. Ja, dann können wir es halt. Ist doch super. Können wir es nicht übersehen. Das ist aber prima. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Ja, weil das. Oh ja, krass. Alter! Aber wie ist denn dann so eine Gasanlage gesichert? Meine Vorstellung von einer Gasanlage im Auto bedeutet, dass es ja im Grunde genommen ein Gastank ist. Bedeutet, wenn das Feuer fängt, dass es dann potenziell einfach auch eine Explosion geben kann. Ich meine, wird einem das als Feuerwehrmann beigebracht, dass man bei Gasautos, dass man da besonders vorsichtig sein muss? Feuerlöscher? Was? Das war ein ausgedehnter PKW-Brand, also im Vollbrand schimpft sich das. In der Form habe ich den auch noch nicht so selbst persönlich erlebt. Krass. Nicht mal der Feuerwehrmann das können? Also selber erlebt hat? Alter! Gas, ne? Ja, aber was macht man denn jetzt mit dem Gas? Wir sind erstmal vorgegangen mit Wasser. Boah, der brennt ja aber auch komplett. Aber, was ich interessant finde, ich meine, das Auto brennt ja jetzt gerade hier wirklich lichterloh. Aber der Reifen ist ja hier noch komplett intakt. Das überrascht mich. Weil ich würde ja davon ausgehen, dass allein durch die Temperatur der Karosserie allein schon das Ding irgendwie anfängt zu platzen. Der Reifen ist stabil, Bruder. Er knickt nicht so schnell ein. Um erstmal grundsätzlich die Talteile runterzukühlen. Weil wir mussten erstmal die Umgebungsflächen runterkühlen, damit wir dann anfangen konnten, die Gasflamme abzulöschen. Das hatte ich bis dato auch noch nicht, dass der Aluminiummotor des PKWs auch angefangen hat zu brennen. Die Gefahr dabei ist folgendes, dass Aluminiumlegierung zwischen 2000 und 3200 Grad fangen die an zu brennen und Wasser aber sich bei ca. 2500 Grad in seine Bestandteile aufteilt. Und Wasserstoff ist ein hochexplosives Gas. Boah, Alter! Da kann es dann schon mal zu weiteren Explosionen kommen. Yo, was war denn, Alter, was war denn da gerade los? Ist es dann das Aluminium, was da auch so weggeflogen ist? Oder was? Da, weil da sind ja die ganzen dann schon Tanken. Mal zu weiteren Explosionen kommen. Immer einen Schaum. Ja, sag ich ja. Steh ja mit dem Schaum. Wir machen einen Wechsel auf Schaum. Komm mal weg, da ist mal vom Auto, Rally. Haben dann anschließend einen Schaumteppich gelegt.
dass wir im Prinzip das Flüssiggas so ein bisschen einkoffern konnten, ein bisschen auffangen konnten. Ist der Schaum, ich kenne mich, was Feuerwehr und so weiter angeht, überhaupt nicht aus. Ist der Schaum dafür da, um das zu ersticken? Setzt er sich da praktisch so drauf wie so ein Teppich? Junge, Junge, Junge. Die Gefahr besteht immer wieder, dass sich das Gas, wenn man das ablöscht, an erhitzten Gegenständen, wie der Karosserie, die aufgeheizt ist, immer wieder entzündet. Krass. Spontan entzündet. Oder die noch größere Gefahr ist die, dass das Gas dann praktisch unerkannt sich verflüchtigt und dann in die Kanalisation gerät. Rally, mach mal den Gulli voll. Ich liebe diese Sachen, die sie immer sagen. So klar, aber wie sie es sagen. Ey, mach mal den Gulli voll. Schau mal den Schaum da rein. Weil das, du kriegst ja das ja kaum unter Kontrolle da. Das ist echt mega faszinierend. Hol mal, sieht zumindest so aus. Pulverlöscher. Als wenn die das zumindest mach den mal scharf. Also das ist jetzt ein ganz normaler Löscher? Gut. Ja. Jetzt mit, pass mal auf. Das fängt ja immer wieder an zu brennen. Ja, jetzt. Sind dann zum guten Schuss hergegangen und haben dann mit einem Pulverlöscher die Gasflamme dann hinter abgelöscht, ausgeschlagen. Und aufgrund dessen, weil wir vorher die Karosserie mit Wasser abgekühlt hatten, konnte sich das Restgas dann so verflüchtigen und konnte sich aber an der abgekühlten Karosserie nicht mehr entzünden. Dementsprechend war dann die Gefahr auch gebannt. Das sieht ja gut aus. Ja, komm mal rein. Ist das Ihr Auto? Oder war Ihr Auto? War mein Auto, ja. Haben Sie den gestartet oder ist der von alleine angefangen? Von alleine angefangen? Ja, wir waren im Auto gewesen und dann kam auf einmal irgendwie Geruch und dann... Wonach hat das Ding gerochen? Nach Kabelbrand. Nach Kabel. Ja. Er saß also in seinem PKW mit seinem Bekannten, wollte das Auto starten und hat da... Stell dir mal vor, du sitzt in deinem Auto und auf einmal... Und ich meine, in dem Moment denkst du dir ja schon, oh... Alter, ich habe hier so ein umgebautes Gasauto, wahrscheinlich noch so ein bisschen suboptimal umgebaut und dann nix wie raus. Und auf einmal siehst du da dein Auto nur noch in Flammen. Ich weiß auch nicht, wie das versicherungstechnisch aussieht. Und du dann einfach sagen kannst, ja, war ein Fehler hier bei Herr Versicherungsvertreter. Das ist irgendwie, hat er als Brandgeruch wahrgenommen, dann stieg wohl leichter Qualm aus dem Armaturenbrett. Daraufhin haben sie das Auto dann verlassen, sind dann nach oben gegangen, haben dann die Feuerwehr alarmiert, wollten dann auch erste Löschmaßnahmen wohl einleiten, haben dann im Prinzip zwei Eimer Wasser mit runtergenommen, bloß beim Eintreffen unten stand schon der ganze Motorraum wohl in Flammen. Ah, Ende. Er war natürlich erstmal geschockt, dass sein Auto jetzt da den Zustand so gewechselt hatte und er jetzt dann nur noch einen Schrotthaufen vor sich hatte. Ist alles materiell, alles ersetzbar. Seien Sie froh, dass Ihnen nichts passiert ist oder irgendwelchen anderen. Ist kein alltäglicher PKW-Brand, solche Geschichten. Diese Kombination aus brennenden Aluminiumblock mit Flüssiggastank und dann so ein Vollbrand in so einer Situation ist schon wie aus dem Lehrbuch. Einsatzstelle der Polizei übergeben, fast einsatzbereit und rein. Das ist verstanden, Roland. Danke, Rudi. Feuer und Flamme, immer montags, 20.15 Uhr. Mal gucken, was sagen die Kommentare. Das Auto brennt in voller Ausdehnung, das könnt ihr nicht übersehen. Die Leitstelle Essen hat doch schon angerufen. Hat mich weggeschmissen vor Lachen, super Doku vom WDR. Das Auto hat den Zustand gewechselt, schön beschrieben. Die Hamburger Feuerwehr ist jetzt im Gebiet Autobrand spezialisiert. Ey, das war auch so krank mit G20-Gipfel und so weiter damals in Hamburg. Alter Schwede. Leuchtet da jemand mit dem Laserpointer auf den Multicopter? Jetzt krieg ich Notruf. Als ob das stimmt. Davon habe ich auch mal gehört von den Assis, der da versucht, die Leute zu blenden. Das ist ja auch irgendwie, dass irgendwelche Vollidioten versuchen, manchmal so Piloten zu blenden mit ihren Laserpointern. Absolute Vollidioten.